das, was ich sowieso nicht gebrauchen kann. Und dann kommen wir so langsam aber sicher auch wieder an Gold. So, dann jetzt hier. Helme brauche ich nicht. Die Schultern wollte ich aufheben. Haben wir noch eine Plattenrüstung? Welche ist das? Das ist die Pale Abklatschrüstung. Kann weg. Den Gürtel behalten wir uns auf. Das müsste der von Todesritter-Set sein. Jupp. Der Stab kann weg. Der Stab auch. Die Schwerter heben wir mal auf. Die Einhandachse kann weg. Der Zauberstab kann weg. Der kann weg. Das weg. Kettenrüstung sowieso nicht. Ja, Ringe brauche ich nicht. Das kann weg. Das sind halt alles überflüssige Dinge, die ich sowieso nicht gebrauchen kann. Das brauche ich auch nicht mehr. Nie wieder. Weiherabzeichen, nur wenn es für Krieger ist. Sonst kommt es weg. Aber ist es nicht. Ach, guck mal. Ich habe da ein Haustier auch bekommen vorhin. Knorri. Gucken wir uns auch den mal gleich mal an. Das war, glaube ich, hier vom ersten Boss, ne? Knochi. Jo. Können wir den beschwören? Kannst du mal ranzoomen hier? Das ist so eine Mini-Form des ersten Bosses, was schon sehr cool ist. Irgendwie. Das ist schon knuffig. So. Da haben wir das soweit. Den Gildenherold kann ich auch nur, ich glaube, einmal alle 4 Stunden oder sowas beschwören. Deswegen habe ich eigentlich grundsätzlich auch gerne. Ja, ich habe den ersten Platz erreicht. Ja, ich habe Schatzschleife an. Das ist jetzt halt hier ein Hemd, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und ja, ich bin einfach wunderhübsch. Ne? Ich habe den ersten Platz. Ganz klar. So, wir müssen zur oberen Spitze. Ich habe einen Raid-Boss im Gepäck. Kann auch nichts dafür. Und das finde ich so toll halt an den alten Raids, dass man da halt jetzt alles so eingebunden hat, dass du jetzt da wirklich halt so kleine Belohnungen halt noch oben drauf bekommen kannst. Auch wenn es halt, ne, Haustiere sind und sowas, die du halt dann aufleveln kannst für Haustierkämpfe und, ne, für Pokémon Mini Edition sozusagen. Aber ich mag das halt, dass halt dann sich dennoch so ein bisschen um den alten Content kümmern, dass halt für Leute, die gerne darin Zeit investieren, irgendwie dann doch noch so einen Grund hast, dass sie da reingehen können. Auch wenn es halt die Goldbelohnung und sowas halt jetzt nicht mehr so sind wie anno dazumal. Aber ja, man kann es halt zur Not halt immer noch machen, um halt an Gold zu kommen. Na, also jetzt hier 50 Gold bin ich hier reingegangen, 590 habe ich jetzt schon wieder. Und wir sind noch nicht durch. Ne? Ich meine, gut, ICC und BT und wie sie nicht alle heißen, die sind natürlich alle goldtechnisch sehr abgeschwächt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die alten Cutaways jetzt inzwischen auch schon nicht mehr lohnenswert sind. Rovans Gewehr, das habe ich damals kaufen müssen für meinen Jäger. Weil es, glaube ich, Bind on Equip war. Genau, wird beim Anlegen gebunden. Und ich hatte halt damals mit meinem Jäger so eine furchtbare Waffe. So eine ganz furchtbare, die ich irgendwie nie losgeworden bin. Und da habe ich mir einfach eine aus dem Auktionshaus gekauft. Und das war dann das hier auch in der heroischen Edition. Ja, 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 ja. Damals, als ich mal Jäger gespielt habe. Das waren noch Zeiten. Und das war's. So, nächster Boss bitte. Was hat denn der jetzt Feines dabei gehabt? Ja, nochmal zum Angucken hier. Das ist die Schusswaffe. So lief dann mein Jäger rum. Zwar nicht als Untot, aber damals gab es noch keinen unteren Jäger. Aber ja, so in etwa. So, einmal hier kurz sortieren. Auch so sortieren, dass ich nichts versehentlich wegschmeiße. Das wäre schön. Beziehungsweise, ich muss das ja gar nicht mehr zwingend aufheben, ne?
Das ist ja jetzt hier in Vorlagen gespeichert, wenn ich mich nicht irre, ne? Das heißt, jetzt, wenn ich das verkaufe, ist das gar nicht so wild. Ach Gott, ja, WoW hat sich so verändert. Früher musstest du halt die ganzen Sachen immer aufheben, aus der Bank holen, dann zum Transmogrifizierer gehen und dein Skin da draufsetzen. Inzwischen ist es halt so, geh zum Transmogrifizierer und wenn du halt irgendwas in einer bestimmten Form schon gesammelt hast, dann kannst du es einfach drüber setzen. Jetzt beispielsweise hier. Nicht Schildhand. Schulter. Wenn ich jetzt sagen will, hey Mensch, ne, ich will hier die Schultern haben, dann ist das da. Na, muss ich ja nur zum Transmogrifizierer gehen und sagen, ja, ich will diese Schultern haben. Gilt jetzt aber nicht für das restliche Set, ne? Ich sehe es zumindest nicht. Dann wird es wahrscheinlich auch nicht so sein. Wir sind wahrscheinlich hier irgendwo aufgelistet, aber... nur als Items, die ich noch einsammeln könnte wahrscheinlich. Genau, die mit dem leicht angegrauten Rahmen drumherum. Das müssten die, glaube ich, sein. Es ist so lange her. So lange und noch mehr. Hier hinten kommen wir langsam zu den WOTLK-Dingern. Ich schaue nochmal ganz kurz. Genau, das hier ist das T7 Kriegerset. Bin ich schon dran vorbei? Kommen hier die ganz alten Dinger? Ja, verdammt, okay. Ich habe die in falsche Richtung gescrollt. Das ist okay. Wo wäre denn dann diese mächtige Brustplatte? Weil die haben wir jetzt noch nicht. Egal. Filmen wir noch bei Zeiten. Müssen wir eh machen. So. Es hat sich im WoW in den letzten Jahren wirklich so viel getan. Also für alteingesessene WoW-Spieler, ne, ist es halt so, dass du halt denkst, so, ja, sie haben da so viel gemacht. So viel. Ja, und halt, wenn du dann wirklich aktiv WoW spielst, dann halt Tag für Tag, dann denkst du halt ein bisschen so, es ändert sich ja eh nichts. Na, und dann so Änderungen werden gar nicht so richtig so wahrgenommen, habe ich so das Gefühl. Und du denkst halt so, ah, jetzt haben sie wieder irgendwas geändert. Na, aber eigentlich ändern sie die ganze Zeit immer irgendwas. Und man kriegt das, glaube ich, einfach nur nicht so richtig mit, wenn man das halt wirklich täglich spielt. Dass halt dann, du denkst so, ja, ist ja nichts passiert. So. Auf zum Endboss. Ja, den Heildrachen mussten wir jetzt ja nicht mehr töten, also heilen, weil wegen ist nicht mehr nötig. Wo ist mein Knochi? Knochi will nicht mehr. Dann hole ich meinen Abyssius, was ja quasi auch ein Mini-Raid-Boss ist. So, einfach drüber laufen. Genau so war das. So, jetzt haben wir erstmal wieder halbe Stunde lang Labersequenz zwischen Tyrion Fortwing und dem Lichtkönig. Das war damals so episch. So episch. Der vielgerühmte Schreiter des Lichts ist endlich hier. Soll ich Frostgarn niederlegen und mich eurer Gnade ausliefern, Fortwing? So ein schönes Schwert. So ein schönes Schwert. Leider blau. Haha, dieser Noob.
So, und wir töten jetzt einfach mal eben schnell Lich King. Der kann ja nix. Alles easy. So, hier muss ich jetzt ein kleines bisschen aufpassen, weil der macht hin und wieder so komische Eissphären. Wenn die mich treffen, fliege ich von der Plattform. Aber es kommt anscheinend nicht dazu. Na, also es gibt auch nach wie vor bei einigen Bossen so Instant-Tod-Mechaniken. Wie da, das ist so eine Eissphäre. Wenn die mich trifft, fliege ich von der Plattform. Das muss nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. So. Damit ist der Lich King mehr oder weniger passé. Normalerweise hat er hier noch mehrere Phasen, dass hier was von dem Eis hier abbröckelt und. Nur wird es dazu nicht mehr kommen. Weil wegen... Ja, er ist zu schnell tot. Ja komm, mach ihn. Weiß gar nicht, tötet er mich noch? Oder haben sie das auch schon raus entfernt? Ich glaube, ich wäre schon tot. Genau. Normalerweise ist das der Zeitpunkt, wo er halt alle Spieler einfach mal tötet. Über die Phase haben wir ihn auch schon rausgehauen. Und alle dachten sich dann da immer so, ah, was, wir tot, wipe, what? Das war so krass damals. Einer der krassesten Weight-Boss-Kämpfe ever. Finde ich. Selbst bis heute. Ich meine, ich habe heutzutage die meisten Weight-Bosse halt nur durch LFR mitgekriegt, aber kaum ein Weight-Boss war derart episch wie der gegen den Lich King. Mag vielleicht auch ein bisschen so daher rühren, dass man halt Arthas so an sich kennt von Warcraft 3, ja, ich weiß es nicht. Ja, aber sie haben da wirklich einen sehr, sehr, sehr geilen Raid damals geschaffen. An dem du dann halt auch erstmal Wochen, Monate geknabbert hast, weil wirklich harte Bosse dann auch dabei waren. Oder unfähige Spieler. Und. Ja, damals. Das würde ich jetzt auch sagen. Und da hat er tot. So schön. Und so traurig. Meisters, wird die ruhelose Geißel eine noch größere Bedrohung für diese Welt werden. Sie muss kontrolliert werden. Es muss immer ein Lichtkönig geben.
Die Last einer solchen Bürde. Ich muss sie tragen. Es gibt sonst niemanden. Ihr haltet ein düsteres Schicksal in euren Händen, Bruder. Doch es ist nicht das eure. Ulvar! Bei allem, was heilig ist. Die Flamme des Drachen besiegelte mein Schicksal. Die Welt der Lebenden ist mir kein Trost mehr. Setz die Krone auf mein Haupt, Tyrion. In alle Ewigkeit werde ich über die Verdammten wachen. Nein, alter Freund. Ich kann nicht. Tut es, Tyrion! Ihr und diese tapferen Helden habt euer eigenes Schicksal. Dieser letzte Dienst ist der meinige. Man wird euch nicht vergessen, Bruder. Ich muss vergessen werden, Tyrion. Wenn die Welt frei von der Tyrannei des Schreckens leben soll, dann darf niemand erfahren, was hier geschehen ist. Sagt ihnen nur, dass der Lichtkönig tot ist. Und dass Bolvar vor Dragon mit ihm starb. Geht jetzt. Verlasst diesen Ort. Und kehrt nie wieder. Einfach nur großartig. Einfach nur großartig. Einer der ersten Cutscenes, die es halt nach dem Bosskampf gab. Also wo jetzt zweimal die Einheit axiomt, ja toll. Aber auch kein Mount, kein gar nichts. Schade. Na gut, aber sind wir auf jeden Fall hier gewesen. Hey, inzwischen gibt es ein Portal. Wow. Vorher gab es halt für dich halt nur die Möglichkeit, hey Mensch, nimm deine Ruhesteine und verzieh dich. Inzwischen gibt es ein Portal hier raus. Boah, haben sie ja toll gemacht. Ah, schön. Nein, wirklich. Einer der schönsten Raids, die es gibt. So, dann verkaufen wir hier mal eben schnell den restlichen Schrott. Aber wir können halt das jetzt halt auch wirklich getrost verkaufen. Ich habe halt vergessen, dass es Sammlungen gibt. Das passiert hin und wieder. So, dann die Weiheabzeichen. Die würde ich tatsächlich halt noch aufheben, weil das sind quasi Tokens für T-Sets. Die müsste ich mir halt tatsächlich halt noch erst neu einmal ins Inventar holen, um sie dann halt zu verkaufen, damit ich sie einmal in der Sammlung drin habe. Kommen wir mal halt auch noch zu. Das hier kommt noch weg. Da haben wir es, ne? Sieht gut aus. Achso, und reparieren. Machen wir es ja nie. So. Haben wir das? Muss ich gerade mal überlegen. PD. C, PDK, was auch immer der Weight ist, ich glaube, den kann ich so, glaube ich, nicht gehen, oder? Glaube ich? Hoffe ich? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue einfach mal. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dafür irgendwie großartig was beim Magento-Turnier gemacht haben muss oder ob ich da überhaupt auf dem Pferd reiten muss oder war das nur die Instanz? Na, kann ja einfach mal reingehen und mal nachgucken. Könnte halt auch noch so das ein oder interessante Teil droppen, das man halt mal irgendwann verwursteln könnte. Bei Gelegenheit. Mal schauen. So, insgesamt hat uns der Raid jetzt 820 Gold gebracht. Ist okay. Geht besser, aber ist okay. Für so einen alten Raid ist das definitiv okay. Ne? Kannst du nicht meckern.